Ja, hallo Freunde. Willkommen zurück auf New Babbage. Wir sind hier im Spaceport und genau vor uns steht die Argo Raft. So sieht sie aus. Und wir werden mal sie aus dem Hangar fliegen. Und dann gucken wir mal, was sie alles kann. Oder schon kann und was wir mit ihr machen können. Wenn wir den Aufzug gerufen kriegen. Okay, da ist der Aufzug. Ist auf jeden Fall besser, weil bei der Argomol habt ihr das Problem, ihr kriegt den Aufzug nicht gerufen. Das ist immer schwierig. So. Ah. Okay, das funktioniert. Wir gehen mal aufs Lower Deck. Da war, glaube ich, ja. Airlock. Mal gucken. Ne, hier runter. Da ist das Cockpit. Pilot Seat müsste hier sein. Ja. Setzen bitte. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, ganz ehrlich. So, wir starten mal. Systems activating. Systems on. Okay, da oben können wir. Ah, scheint zu funktionieren. Nee, warten wir es auf. Seht ihr da oben? Da schaltet immer die Wappens auf. Okay, müssen wir dann doch so machen. Ja, CIG, ihr müsst noch einiges ändern. Unbedingt. Dann machen wir es so. Dann gucken wir mal, wie wir mit dem kleinen Ding da rauskommen. Weil so groß ist es ja gar nicht. Aber lang. Es ist hell in Microtech, das ist gut. Da können wir mal ein bisschen wenigstens was sehen. Okay, einmal ein bisschen anheben das Ganze, Fahrwerk ein oder und dann mal nach vorne. Yeah, wir sind draußen. Die Argo Raft. Ich mach mal ein bisschen mit Abstand. So. So sieht sie aus, Leute. Kann ja mal hier so ein bisschen zu einer Stelle fliegen, wo nicht so viele Menschen sind. Und dann können wir mal ein bisschen rumexperimentieren. Ob überhaupt schon was möglich ist. Weil ich glaube, da wird noch nicht viel möglich sein. So, wir müssen ein bisschen stärker stellen. Klar, dass die nicht die schnellste ist. Das ist ein Arbeitsschiff. Arbeitsschiff, ja. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie sieht das aus? Quantum 3 hat sie ja auch, ne? Ja. Oh, 2000. Oh. 27.000 an Fuel. Da kommt man schon eine ganze Strecke mit. Die Frage ist, hat sie dasselbe Problem wie mit der Argomol, dass wir nämlich dann Sachen zum Beispiel weniger, wenn wir jetzt, sage ich mal, im normalen Fuel-Bereich, so wie jetzt hier fliegen. Ich werde mir mal hier eine schöne Stelle suchen, dann werde ich mal landen und dann mal gucken, was passiert. Runter. Gehen wir ein bisschen runter. Hier sind überall noch so Bahnstrecken. Seht ihr das? Ach, guck mal, die hat die auch mit K irgendwas? Jo, ihr könnt die. Ah, okay. Ihr könnt die Düsen auch noch umstellen.
Wollen wir auch noch mal gucken, wie schnell die dann wird. So, ich lande mal. So. Und dann gucken wir mal, wenn wir jetzt hier auf den Kran gehen, ob der überhaupt schon eine Funktion hat. Ich vermute mal einfach nicht. Weil, das wäre eine neue Spieldynamik, die eigentlich noch nicht im Spiel ist. Okay, hier ist nur das Mannschaftsquartier. Ach, hier ist der Lift, okay. Atmet die denn so stark? Gehen wir auf Stopdeck. Und dann gucken wir mal, ob wir hier schon was machen können. Ah, was ist das denn alles hier? Ach so, das. Ah, okay, da war die Leiter, ne? Ja. Obwohl. Okay, das sind die Schiffsbauteile. Dann haben wir hier, ist alles das gleiche. Ja, komm mal rauf. Ja, die Frage ist natürlich, wann können wir hiermit rechnen, ne? Schalten wir die mal ein. Power. Systems activating. Systems on. Na, ihr habt aber noch keine großartige Bewandtnis. Power könnt ihr hier zwar umstellen. Aber hier ist noch nicht viel. Dass ihr irgendwas anpassen könnt. Ja, ich glaube, da ist noch nicht viel Bewandtnis. Ich gehe mal wieder nach oben. Schalte das mal hier aus wieder. Power off. Systems off. Hängt gerade ein bisschen fest hier. Warum? Okay, jetzt geht's. Oder auch nicht. Was ist los? Was ist hier los? Rückwärts kann ich, vorwärts nicht. Interesting. Was ist jetzt los hier? Okay, falscher Knopf. So, dann fahren wir mal wieder nach. Warum ist denn der Aufzug jetzt weg? Fahren mal wieder eine Etage runter und dann gucken wir mal. Ja, rausgehen tue ich jetzt nicht, da müsste ich mich echt umziehen. Und da wir im Moment auf Microtech sind, habe ich meine Sachen natürlich auf Hursten, weil ich so schlau war und habe Hurstens als Spawnpoint, Startpunkt genommen. Boah. Aber wir können sie uns ja mal von außen angucken, so schön beim hellen Wetter. Also, Leute. Schalte mal aus. Fangen wir mal vorne an, ne? Geh mal ein bisschen näher ran. So. Also, hier haben wir erstmal oben das Cockpit. Oder unten das Cockpit, da. Und oben haben wir den Bereich, um diese Container hier abzuklemmen.
zu werfen. Also ihr habt auf jeden Fall Kräne da dran. Die werden mit Sicherheit auch irgendwann eine Spieldynamik kriegen. Und dann könnt ihr halt mit der Argo Mol auch diese Container abwerfen. Diese Sachen. Das ist auf jeden Fall eine Spieldynamik. Und da habt ihr ja gesehen, da steht er dann da oben an dieser Konsole, die ihr da benutzen könnt. Ne? So, was haben wir hier noch? Ja, hier haben wir die Düsen. Die können wir natürlich auch umstellen hier. Dadurch können wir viel stärker fliegen, wenn wir das wollen. Oh, ich gehe mal ein bisschen hoch. Fahrwerk rein. Und dann gucken wir mal, was die jetzt zum Leisten imstande ist. Boah, die fliegt schon ein bisschen größer, schneller. Als wenn ihr die Düsen nicht habt. Habt ihr auf jeden Fall oben auch noch einen Laserrepeater, glaube ich, ist das, ne? Schöne Kulisse hier, so die Argo Raft. Vor dieser schneebedeckten Landschaft mit den Wölkchen. Sieht doch schon nice aus, oder? Ich finde, die hat was. Aber wie gesagt, die Spielmechanik ist nicht drin. Und dementsprechend könnt ihr damit nicht viel machen. Derzeit. Mal abwarten, was CIG da so einiges noch raushaut in den nächsten Monaten. Salvaging soll ja kommen. Also ich denke mal, wenn wir in einem Jahr sagen, da wird schon einiges mehr da sein. Ich meine, die haben jetzt viel an den Oberflächen gebaut, die haben viel an der Optik gebaut. Das ist also wirklich einiges zu früher verändert worden. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt mal überlegt, auf dem mal, das mit der Höhle, ne? Ich weiß noch am Anfang, es war ein flaches Stück. Ich habe da ja auch Videos gemacht mit dem Launcher, glaube ich, in dem Bereich. Müsst ihr mal gucken. Also, da sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Ah, ein schöner Nachmittag. Wird aber schon wieder langsam dunkel. Naja, langsam, weil er ist langsam, ne? Ah, die Argo Raft. Ja, wir können hier mal landen. Wohl echt nice. Echt nice. So, ich rufe mal eine Freigabe. Ja, machen wir das hier rüber. Ist ja nicht schlimm. Na, merkt er, es wird langsam dunkel. Ah, da müssen wir auch wieder rein in den Hangar. Oh. Da haben die Texturen ein bisschen länger gebraucht. Naja, gut. Und ihr seht, da unten werden schon Steine angezeigt. Klar, scannen könnt ihr immer.
Gucken wir mal, ob wir die da reinkriegen. Ne? Das sieht ja so klein aus, ne, wenn ihr das so seht. Ich kann euch das mal von außen zeigen. Oh, das ist doch noch ein anderes Schiff. Aber sie passt da ohne Probleme rein. Naja, ohne Probleme würde ich jetzt nicht sagen, aber sie geht da rein. Fahrwerk mal raus. Zack. Und dann schließen sich auch die Türen. Ja! Landing complete. Have a pleasant day. Ja, Leute, und ich sag mal, mit diesen Bildern verabschiede ich mich mal von euch. Das war die Argo Ref. Wie gesagt, die Spielmechanik ist noch nicht im Spiel, aber sie haben das Schiff schon mal da. Man kann es fliegen, man kann es benutzen. Und ja, wenn ihr es kaufen möchtet, dann tut es. Ansonsten werdet ihr es aber auch im Spiel, denke ich mal, erspielen können irgendwann und auf irgendeinem Planeten kaufen können. Bis dahin erstmal. Ciao!